Hallo und Servus zu einer neuen Folge von Transport Fieber 2. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Nun ja, es geht weiter mit Transport Fieber 2 nach der Geburtstagswoche und nach zwei nacheinander aufgenommenen Folgen. Aber bevor wir richtig loslegen, möchte ich mich bei über 545 Abonnenten bedanken. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Und wenn du neu dabei bist, willkommen in der feinen Studio-Community und viel Spaß mit allen Videos am Kanal. Gleichzeitig möchte ich ein bisschen Werbung machen, und zwar wie immer jeden Sonntag eine neue Folge von Transport Fieber 2, jeden Montag, Mittwoch und Freitag eine neue Folge von City Skylines als Let's Play, Let's Design und natürlich jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag eine neue Folge von Anno 1800. Und wenn du dich jetzt fragst, warum Anno 1800 Dienstag, Donnerstag und Samstag, das ist doch jetzt jeden Tag gekommen, das stimmt, ich habe noch ein paar Folgen voraufgenommen und am 25.05. erscheint ja das neue DLC, nämlich die Touristen oder das Touristen-DLC, und das wird natürlich auch gespielt. Da wird es dann frühestens, glaube ich, am 27. die erste Folge dazu geben. Also vielleicht bist du ja dabei, ich würde mich natürlich freuen. So, und jetzt legen wir aber richtig los, und zwar habe ich wieder ein paar Kommentare bekommen, dass da möglicherweise etwas schief gegangen ist, und zwar im Frachtbahnhof Hamburg gibt es da ein Problem mit den Gütern, dass die da schon jetzt Probleme haben, die ganze Kapazität irgendwie zu bewirtschaften. Und dann wurde mir noch gesagt, vielleicht zwischen Paris und München noch eine Stadt einbauen. Ja, da bin ich ehrlich gesagt auch dafür. Allerdings haben wir ja jetzt noch einige Städte, die nicht angeschlossen sind ans Netz, und die möchte ich vorher aber abarbeiten, weil zu viele Städte, zu viel Performance-Einbruch, und ja, ich weiß nicht genau, ob das dann zu Kosten des Spielgenusses dann kommt, und das möchte ich aktuell noch nicht tun, aber ich werde mir den Vorschlag auf jeden Fall aufheben, dass wir zwischen Paris und München fix noch eine Stadt einbauen können, oder glaube ich zwischen Paris und Hamburg, bin mir jetzt nicht mehr sicher. Ich habe mir da nur eine Randnotiz gemacht, die ich selbst gerade nicht so wirklich lesen kann. Ja. Gut, und dann wurde mir noch gesagt, dass ich auf diesem Weg da zwischen Paris und München möglicherweise Felder einbauen könnte, damit das Ganze ein bisschen stimmiger aussieht. Und ja, da wäre ich auch dafür. Gut, jetzt steigen wir mal aus dem Zug hier aus. Tatsächlich, wir bekommen neue Züge und natürlich auch eine neue Straßenbahn. Das gefällt mir recht gut, weil die ist blau-weiß. Die könnte man dann sogar nach München einsetzen, wenn wir das wollen. Aber jetzt schauen wir mal, dass wir da, was wir da in Hamburg zu tun haben, beziehungsweise was wir da in Hamburg machen könnten. So, einige Gütereinheiten gehen verloren, weil die Station überlastet ist. Aha. Kann ich da irgendwas konfigurieren? Nein. Okay. Also die haben alle ihren eigenen Platz. Wie könnte ich dem jetzt ein bisschen entgegenwirken? Da bin ich jetzt echt überfragt. Ich meine, die schmeißen ja die Waren nur so raus. Das ist ja auch gut so. Die können es nicht lagern, oder wie? G4, Hamburg, Paris. Das müsste sich doch ausgehen, oder? Ah, ich glaube, wir haben das. Ich meine, es gibt ja dieses Upgrade-Tool. Upgrade Construction. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob was damit was zu tun hat. Schauen wir mal. Vielleicht bleibt das ganz einfach, aber wird trotzdem besser. Lassen wir es einmal. So, dann würde ich ganz gerne da eventuell, ja, warum denn nicht, ein paar Felder einbauen. Gleich hier auf dieser langen Strecke, wo man ja dann auch zum Beispiel könnte man, naja, ich glaube, es war schon gemeint, zwischen Paris und Hamburg, dass man da noch eine Stadt einbauen. Ich bin mir ziemlich sicher, weil zwischen Paris und München, das wäre ja dann doch ein bisschen zu kurz. Aber tatsächlich könnte man hier noch eine Stadt einbauen. Wäre ich sogar dafür, aber erst wenn wir mehr Geld haben. Ich meine, wir haben jetzt mittlerweile 57 Millionen, aber ich bin da so versucht zu sagen, erst wenn wir noch ein bisschen mehr Geld haben, weil Terraforming kostet Geld. Und ja, wenn, dann müsste man dann schon diesen Berg hier da mal wegbauen. Man könnte das hier reinsetzen. Ja, wie gesagt, da gibt es so viele Möglichkeiten und so viele Optionen. Aber jetzt würde ich gerne mal dem nachkommen und da tatsächlich ein bisschen was mit den Texturen machen. Ich habe mir auch wieder neue Texturen runtergeladen. Die sollten auch aktiviert sein, genau.
so Pflastersteine. Ja, das sieht gut aus. Gut, dann hätte ich jetzt hier gerne mal nicht Asphalt, Kies, sondern wenn ich jetzt sage Weizen. Genau. Werkzeuggröße, können wir das ein bisschen drehen? Ja. Können wir das so ein bisschen herumarbeiten? Das große Weizenfeld. Mohn haben wir auch. Na? So. Ein bisschen was machen. Na, das sieht doch gut aus, ha? Gefällt mir. Gern so ein Feld, das brach liegt, so wo noch nichts angebaut ist. So. Und dann würde ich da ganz gerne dann mit Straßen arbeiten. Muss nur schauen, dass ich da jetzt nichts Falsches mache. Ja. Spezialstraßen? Nee. Landstraße erdig. Ich brauche das ja eigentlich nur als genau das nehmen wir. Wieder gerade stellen, genau. Gefällt mir sogar ein bisschen besser. So. Das lassen wir hier verschwinden. Dann holen wir uns da ein bisschen Wald. Das war doch hier irgendwo in dem, bei den Bäumen, genau. Das kannst du so ein bisschen machen, so ein bisschen Windschutzgürtel auf die Art. Da kann man auch noch ein bisschen so. Ist schon fast ein bisschen zu viel für so einen Windschutzgürtel, aber das stört mich gar nicht. Denn ich sage ja immer, bald kann man nie genug haben. Dann, ne, Moment, so. Auch nicht. Das brauchen wir. So. Da könnte man eigentlich. Das sieht doch cool aus, oder? Ich glaube, das kann man so lassen. Und dann könnten wir hier ja noch, eigentlich könnten wir hier noch die Straße drüber ziehen. Genau. Zu einem alten Bahnübergang. Lassen die Straße da irgendwie so. Das bisschen Geld, das nehmen wir jetzt gerne in die Hand. So. Lassen die Straße da so irgendwie verschwinden.
Und da können wir noch ein bisschen genau. Dich gern. Na. Da gefällt er mir ja fast grün besser. So. Stehst ein bisschen schief da, ha? Beiden Rädern irgendwie in der Höhe, oder? Ah, das passt schon. Ich hätte ich aber gerne rot, genau. Die packe ich dann sozusagen da so drüber. So. Und dann würde ich, hoppla. Dann würde ich da ganz gerne als Freund der Steine, ha? Ich mag ja die Steine eigentlich gar nicht, aber ich setze jetzt trotzdem einen Stein hin. So. Ich meine, ich mag die Steine schon, aber es hat ja da jetzt habe ich ein Fußballfeld am Haken. Es hat ja da wirklich fürchterlich ausgesehen mit diesen vielen Steinen. Und ja. Das darf natürlich auch nicht fehlen. Na, sieht das cool aus oder sieht das cool aus? Hm? Perfekt. Gefällt mir, würde ich sofort gern spazieren gehen. So, neue Fahrzeuge, Wiener Typ E1 C3. Das heißt, wir haben für Wien wieder ein bisschen was Neues und wir haben so Kleintransportfahrzeuge. Ja, ist okay. Aber wir können jetzt bald wieder in Wien Straßenbahnen, neuere Straßenbahnen fahren lassen. Ich glaube, das lassen wir jetzt so, weil sonst kommen wir nämlich zu gar nichts mehr. Anderem, ich glaube, das passt so. Sieht gut aus und gefällt mir. Jetzt will ich aber schon noch was machen. Okay, also man verzeih mir, ich habe da noch etwas zu tun. Und zwar. Na? Ja. Flachen hier. So. Dann ein bisschen. Machen wir mal mit der Stärke zurück. Bisschen, dass es nicht so steil aussieht. Kriegt man richtig Lust, schwimmen zu gehen. Es regnet draußen da. Jetzt auch nicht wirklich Lust. Also hier regnet es gerade draußen. Und aber es ist doch ein schöner Bereich zum Schwimmen hier mit dem Fluss. Also Fluss mit dem kleinen See hier. Ja, das passt doch. So. Und was fehlt noch? Richtig, ein paar Bäumchen. Ganz wichtig, weil sonst fehlt etwas. Könnten wir die nehmen? Ja, das schaut armselig aus. Den lassen wir lieber draus. Den lassen wir lieber außen vor. So, wo war denn das Zeug jetzt, was ich vorhin hatte? Da. Okay. Ja, warum aber eigentlich nicht?
anders. Sieht gut aus. So. Noch ein bisschen. Da ein bisschen mehr. Da ein bisschen mehr. Hier noch. Perfekt. So. Na, das sieht aber jetzt cool aus. Jetzt passt's. Jetzt gefällt's mir. So. Und jetzt machen wir weiter. Sonst haben wir wirklich gar nichts mehr gemacht, außer Detailbau. Gut, einen kurzen Sprung nach Wien, bitte. Warum liegt es denn gerade so? Mhm. Ach, meine Lieblingsstraßenbahn. Habe ich ja schon einmal gesagt, ich mag diese Dinger. Ich liebe sie. So. Hey, warum leckst denn du jetzt da so? Hallo? Das war aber jetzt nicht ausgemacht, dass du hier zu laggen beginnst. Bisschen Detailbau und plötzlich leckt's. Das geht aber nicht. So, haben wir dann noch eine Straßenbahn? Gehen wir dann mal nach. Straßenbahnen. Tram in Wien. Tram 2 in Wien. So, zeig dich mal, mein liebes Teil. Ja, die alte Straßenbahnlinie 22. Ihren alten Wagen, dreiteilig. Die werden wir jetzt erneuern. Und zwar würde ich die gerne ersetzen. Durch die E1 C3 Version. Und dann würde ich noch gerne eine kaufen. So. Zeig dich. Schön. Was ist das für eine Linie? Ich will nur mal kurz der. Ach, das ist ja fürchterlich. Gerade das Längen hier. Na? Ah, der 49er. Richtung Hütteldorf. Genau, steht hier drauf. Ja, die Linie 49 fährt immer noch, aber nicht mehr mit E1 oder nur mehr ganz selten mit E1-Versionen. So, wenn der Fuhrpark wahrscheinlich gerade defekt ist, jetzt möchte ich das noch schnell hier. Oder wenn der bestehende Fuhrpark nicht ausreicht, dann werden sie immer noch eingesetzt, die alten E1 Straßenbahnlinien. Aber auch nicht mehr in dieser Version, denn die gibt es schon lange nicht mehr in dieser Variante. Der C3 sieht noch sehr den heutigen C3 ähnlich, aber auch nicht mehr so komplett. Gut, weiter geht's. Also, wir haben, sorry, also das leckt gerade komisch, keine Ahnung warum, aber nur in Wien. Tatsächlich nur in Wien. Komisch. Was habe ich da wieder fabriziert? So, ja, was könnte man jetzt machen? Und zwar, schauen wir mal noch einmal schnell rauf. Ist da oben jetzt das besser mit der Fracht? Es ist immer noch diese Fehlermeldung da, aber ich denke. Hey, was ist denn mit euch jetzt? Fahren nicht, ha? Huh? Und man denen irgendwie auch nicht möglich, was? Auch nicht möglich. Hm. Okay, gut, da brauchen wir es nicht, aber. Ich habe wirklich gerade keine Ahnung, was da los ist. Ich mache jetzt einfach da mal so. Hoppla, ich mache da jetzt einfach mal so eine Straße rüber. Wenn ich irgendwie einen Fehler eingebaut habe, den ich jetzt noch nicht erkannt habe, dann bitte mich gerne darauf hinweisen. Ansonsten kommt dieser Frachtbahnhof hier einfach weg, weil. Was haben wir denn da alles für Frachtbahnhöfe? Schauen wir mal, was haben wir denn da? Frachtbahnhöfe. Das ist das, ja, genau. Ja, das ist der kaputte. Haben wir sonst noch nichts Neues? Ja, dann nehmen wir das einfach weg. So, jetzt müssen wir Pause haben wir eh. Dann würde ich ganz gerne
dich hier nehmen, 320 Meter, Hochgeschwindigkeit, Oberleitung ja, mit 5 Gleisen. So, dann drehe ich dich. So. Dann machen wir das so. Ja. Geben da mal das Gleis zurück. Deutsche Standardgleise. Das geht einmal gar nicht. Das passt. So. Linie verwalten. Hamburg Fracht. Gleis 3. Passt. Die Linie funktioniert wieder. Ich weiß, da passt jetzt das wieder nicht. Das ist aber nicht so schlimm. Können wir da mal kurz entfernen. Und bauen uns jetzt hier einen Frachtterminal hin, den schönen. Das ist schon wieder so gefährlich. Ja, keine Parameter. Der ist schön, der gefällt mir, den nehmen wir. Kriegen wir das hier irgendwie angeschlossen? Die haben aber einen Hinterausgang, das weiß ich, dass dieser. Alles hier entfernen. Irgendwo kann man hier anschließen. Man sieht ja, dass er hier ansnappen möchte. Ja. Gut. Wie kriege ich dich jetzt da dran? Kriege ich dich ran. So. Zack. Das gefällt mir. Jetzt nehmen wir die Standardstraße. Der Sammler, ihr dürft hier ran. Perfekt. Das gefällt mir auch. Das funktioniert nicht. Dann dürfen die das so machen. Das darf ganz so aussehen. Die Frage, ob das jetzt akzeptiert wird von ihm. Da müssen wir ein bisschen terraformieren. Na? So. Da bauen wir es in kleinen Schritten. Ja, das kann man so lassen, das stört mich gar nicht. So.
ist Hamburg LKW Terminal. So. Jetzt müssen wir den Linien hier noch zuweisen. Linie verwalten. Genau. Dann kommst du. Linie verwalten. Perfekt. Und alle kriegen gleich einen eigenen Terminal zugewiesen. Die können da so fahren. Die können hier die Stadt verlassen. Ja, da wird es dann auch bald Zeit, dass Berlin sozusagen eine Güterzugverbindung bekommt. Aber jetzt im Moment hat das noch Zeit. Fehlermeldung ist weg, wir können das Spiel weiterlaufen lassen. Und machen wir dann nochmal Upgrade Tool, alle Terminals. Ja, das passt. Das gefällt mir auch um einiges besser. Könnte man direkt sogar noch sagen, konfigurieren. Gleise. Das scrollen wir da mal. Oh, neue Gleise anscheinend. Brauche aber die Standard. Genau, die hätte ich gern. Das hätte ich gern so. Jetzt hätte ich gern eine Plattform. So eine Güterplattform. Abschluss. Und jetzt würde ich ganz gerne mit Gütergebäuden arbeiten. Würde ich auch ganz gerne da dran setzen. Danke. Da würde ich das gern so machen. So machen. Also Ladedocks da dran setzen. So. Dann sieht schon mehr nach einem Güterbahnhof aus. Gefällt mir gleich um einiges besser. Und dann können wir das so lassen. Und tatsächlich haben wir jetzt keine Fehlermeldung mehr. So, wieder was abgearbeitet von der Wunschliste bzw. von der Hinweisliste. Das Einzige, dem ich jetzt noch nicht nachgekommen bin, ist dieser Stadt, die sich hier irgendwo befinden soll. Aber wir haben jetzt schon mal das hier. Das gefällt mir ausgesprochen gut, bringt ein bisschen Leben auf die Karte und wir haben in Hamburg eigentlich einen wichtigen Schritt getan, weil wenn dieser Terminal verpackt gewesen ist, was er ja offensichtlich auch war, dann haben wir da jetzt auf jeden Fall dem Fehler ordentlich entgegenwirken können und da kriegen wir schon wieder diese Meldung, jetzt sage ich gar nichts mehr. Jetzt sage ich nichts mehr dazu, aber wenigstens funktioniert das. Möglicherweise bräuchte man bald einmal mehr Fahrzeuge, damit das Ganze funktioniert. So, und wenn wir jetzt aber schon dabei sind, können wir uns überlegen, ob wir nicht nach Nürnberg auch schon was liefern wollen. Wobei, Berlin haben wir ans Netz angeschlossen. Bratislava haben wir zum Beispiel noch überhaupt nichts getan. Ich wäre fast dafür, dass wir sagen, hey, wir werden in Bratislava auch ein bisschen was Neues ansetzen. Schauen wir mal. Was haben wir denn hier alles? Bahnhof der Hochbahn. Bahnhof Kehre auf der Hochbahnviadukt. Kehre, Schnellbahn, Spitzkehre, Deluxe. Mal anschauen. Wow. Wow. Da sind wieder ein paar schöne Sachen dazu gekommen. Das haben wir hier, den Bahnhof Dresden. Ja, den können wir leider nicht verwenden aktuell, weil wir kein Dresden haben. Was haben wir hier? Dresden Hauptbahnhof. Moment mal. Und zweimal den Bahnhof Dresden. Okay. Nein.
Nehmen wir den für Bratislava. Das gefällt er mir so gut, dass ich ihn haben will. So, drehen wir da mal um. Da sind überall die Güter zu Hause und da unten wohnen die Leute. Das ist jetzt einmal ganz interessant, weil wir brauchen. So. Das machen wir jetzt so. Dann hätte ich da ganz gerne die Straße hier angeschlossen. Die Straße gerne mit so einer Kurve hier angeschlossen. Sorry, meine Schuld. Nochmal. Ich muss den nochmal bauen. Und zwar will ich den gern ganz neu haben. Dann hätte ich den gern 320 Meter. Dann hätte ich gern Hauptgeschwindigkeitsgleise, Oberleitungen, zweiter Straßenanschluss. Ja, wie siehst du aus? Du siehst interessant aus. Ist unterirdisch. Okay, also zweiter Straßenanschluss. Nein. Tramgleis elektrifiziert. Oh, neue Lok, neue Güterwagen und ein Flugzeug. Tatsächlich können wir ja jetzt sogar Flugzeuge dann nochmal bauen. Jetzt bauen wir das hier alles noch einmal. Das Wichtigste ist, dieser Hügel da mal muss weg. Geld haben wir ja, 107 Millionen. Also ich glaube, bald brauchen wir sich wirklich keine Sorgen mehr machen. Mit der Kohle. Werkzeuggröße und Stärke. Das war jetzt ein Missgeschick. Ja. Also man sieht, man muss verdammt aufpassen. Jetzt haben wir plötzlich nur mehr 42 Millionen. Haben jetzt gerade mal so, weil uns fad ist, 60 Millionen verbraten. Naja, gut. Weiter geht's. Also nochmal, Tramgleiser, 220 Meter, 1990er Version. Und zwar würde ich das ganz gerne so machen. So. Dann machen wir wieder Straße. Nein, nein. Genau. Ja, gerne da weiter. Genau. Und du einfach da so hin. Das passt schon. Und dann haben wir das Upgrade-Tool. Sagen Tramgleis elektrisch, Busspur nein. Wobei, Moment. Tramgleis. Busspur ja, Tramgleis elektrisch. Zack. 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 Machen wir da so eine neue Hauptstraße. Und bauen uns hier Schleife ein, da müssen wir da hingehen. Genau. Dann nehmen wir die Standardwendeschleife. Tram elektrifiziert. Neu. Nee. Gerne so aussehen. Fährt die Straßenbahn da hoch und wird direkt in die Wendeschleife hinein. So, jetzt machen wir da ganz kurz Pause.
Und holen uns Straße, Fußgängerstraße ohne Gebäude. Und ohne irgendwas. Genau, danke. Gefällt mir gar nicht, das gefällt mir auch nicht. Aber das können wir so machen. Das können wir so machen. Hier. Dann können die da herumspazieren. Und jetzt können wir da noch ein bisschen Farbe ins Spiel bringen. Nehmen wir das hier, schauen wir mal, wie das aussieht. Dekoration. Ah, da hätte ich es eher nicht so gern. Egal, was hier noch? Können wir ein bisschen mit dem Platztool hier arbeiten. Generieren einen schönen, netten Vorplatz. Und holen uns noch ein paar Bäumchen. Einzelbäume. Danke. Das sieht doch gut aus. Bratislava. Perfekt. Also ich finde, das passt perfekt dort hinein. So, und jetzt müssen wir noch die brauchen wir noch ein Terminal bzw. ein Straßenbahndepot brauchen wir. Das werden wir aber auch da irgendwo hinsetzen müssen, aber bitte nicht in die Wohnhäuser. Also am besten da. Und dann machen wir eine neue Linie. So, das ist dann Tram 1, Bratislava. So, die darf gerne die Farbe weiß haben. Was wir aber noch brauchen ist, genau, jetzt brauchen wir noch so, nehmen wir die hier. Dann nehmen wir die hier. Nehmen wir die hier. Die Endstation, das heißt, wir müssen hier irgendwo eine Station hinzaubern. Dann gern hier eine Haltestelle hin. Gern hier eine Haltestelle hin. Und hier. Neue Linie haben wir ja schon, Tram 1 Bratislava. Und zwar startet hier, jetzt darüber, 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 darüber. Endhaltestelle. Und wir drehen um. Nämlich hier, hier, drüben, hier drüben. Und zur Endhaltestelle. Und ich lasse mir gerne wieder die Endhaltestellen lasse ich mir gerne wieder sagen, wie sie heißen sollen. Also ab damit in die Kommentare, wenn jemand weiß, wie man die am besten benennen kann. Bitte auch mit der richtigen Schreibweise, denn ich weiß dann meistens nicht, wie man es wirklich richtig schreibt. Also ich übernehme das dann 1:1 aus den Kommentaren. So, und die Haltestelle heißt auf jeden Fall Bratislava. Na, machen wir einfach Hauptbahnhof draus. Genau. Oh. So. Gut, und dann würde ich da ganz gerne Fahrzeuge kaufen. Und zwar die Tatra. In der Doppeltraktion natürlich. Zwei Stück. Machen wir zwei Stück.
So, und zwar auf Tram 1 Bratislava. Blub. Pause weg. Zug kommt raus. Folge dauert 40 Minuten und ich freue mich schon drauf, was in der nächsten Folge weiter passiert. In diesem Sinne, wir sind am Ende der heutigen Folge. Ja, ordentlich was weitergebracht. Ich habe ein paar Kommentarwünsche erfüllt und wir haben in Bratislava einen neuen Hauptbahnhof erstellt. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wenn sie dir gefallen, natürlich mich wie immer über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal zu Transport Fieber 2. Servus.